So, weiter geht's mit Elden Ring und ja. Ach ja, der gute Rykard, der Gimmick-Boss. Naja. Wobei, ja, selbst also für den Gimmick-Boss war er doch dann relativ schwer noch in gewisser Weise. Relativ. Ich bin mir nicht sicher, wie ich ihn einschätzen soll, rein leveltechnisch. Denn, ja, einerseits kann man ihn vorher erreichen. Also früher erreichen. Andererseits kann man ihn auch später erreichen, so wie ich jetzt. Also man kann entweder halt den Dungeon hier durchgehen. Und wenn man das nicht macht, dann hat man immer noch halt die Option, bis zum hier Mountaintops of Giants zu warten. Und das ist halt irgendwie so das kleine Problem, weil das Gebiet an sich schon relativ schwer und fortschritten ist und man ja dafür auch Minimum Morgoth dann besiegen muss. Und ich glaube, um zum Morgoth zu kommen, braucht man ja auch noch. Ach komm. Braucht ja zwei Runen anscheinend, um in Leyndall überhaupt rein zu dürfen. So. Und dann muss man Morgoth killen, um die anderen Gebiete zu erreichen. Das heißt, man hat mindestens drei Runen schon mal so, die man haben muss oder holen muss. Ist irgendwie so ein bisschen, naja. Ist schon so ein bisschen verwirrend. Und gibt es echt von hier aus keinen Weg da hinten runter? Offenbar nicht. Also, in diese Höhle halt wieder. Muss ich echt erst zu der Akademie wieder gehen? Ja, ihr habt das da irgendwie angebetet. Ist echt nirgendwo. Bin davon ausgegangen, dass ich hier jetzt hier gucke. Ist okay, ne, meiner. Ach, lass ich raten, das Haupthaus geht nur bis hier. Aber dann müsste ich doch eigentlich hier in dem Teil irgendwo rechts runter droppen können. Müsste man meinen. Müsste meinen, ich könnte hier irgendwo runter droppen. Achso, okay. Das Ding hat euch getriggert. Ja, cool. Reichweite und Sofortwin. Ja, nur auf euch habe ich keine Lust. Hui. Euch habe ich vorhin erst gemacht. So, dann gehe ich jetzt hier mal runter. Hopp. Hopp. Ja, das ist mies. Das ist mies, Kumpel. Weil mich kommt man dich auch gar nicht ran von hier aus. What? Komm ich an den da oben ran und an den Loot. Oh, scheiße. Oh, das belebe ich. Ja. Ach komm, wirklich. Jo. Die einfachsten Gegner machen den meisten Schaden, weil man ihnen am einfachsten ausweichen könnte. Verstehe schon. Also, Alvinoid Bloodclot. So. Ash of War, Royal Knights Resolve, aha. Irgendwie. Ist jetzt noch irgendwas? Oder ist das jetzt der ominöse Weg zu der Tür? Ja, das könnte der ominöse Weg zur Tür sein. Es hat sich was mit Shortcut-Weg. Ja. Nee, hä? Hier ist nochmal eine andere Tür. Stimmt, die Tür gab es ja auch noch. Ich will aber durch diese Tür hier. Achso, die sind jetzt auch alle weg hier, ja. Okay.
Also jetzt so Speak, bla bla bla. Kann ich da von oben irgendwie hin? Ist doch eigentlich dann der Raum hier unten drunter. Oder nicht? Hier müsste der Raum halt sein. Da. Naja, komme ich von hier aus nicht hin. Okay. Von hier aus. Schön, wie man hier immer noch nicht kämpfen darf, obwohl eigentlich alle ausgeflogen sind. Naja. Gut. Alter, wie das Spiel echt so beschissen nachladen kann. Eieiei. Mit mir dieses weiße Flimmern dann am Ende. Was mich halt am meisten verwirrt mit diesen komischen Rutschlern ist, die sind ja nicht immer. Zum Beispiel jetzt gerade läuft ja alles perfekt. Es ist echt nur stellenweise. Und da es nur stellenweise ist, weiß ich nicht, wo das Problem direkt liegen könnte. Oh, hi. Seedbed Curse, ah. Okay. Cool. Oh, hi. Du kommst hier nicht rein, oder? Habe ich noch? Ja, habe ich noch. Na komm. Geh kaputt. Ich weiß, das funktioniert. Zack. Mal ernst, wie komme ich einen, die eigentlich da oben ran? Die da noch fehlten in den Wegen unten. Achso, jetzt. Ach, jetzt bin ich hier. Sombersmithing 7. Okay, jetzt mal im Ernst. Wie komme ich denn dann an die Sachen da oben noch ran, die da rumliegen? So. Da komme ich nur wieder raus. Ist quasi hier. Irgendwie da muss ich ja noch hinkommen können. So. Theoretisch irgendwie da lang. Oder kann ich hier noch irgendwo hin? Hier ist ja nur der riesige freie Ort, wo ich vorhin jetzt war. Der freie Hof. Da gab es aber keinen anderen Weg. Da habe ich gerade geguckt. Hinten sollte nichts sein. Zack. Ach, du hast um Hilfe geschrien oder was war das jetzt? Hier warten langsame Hunde, aber trotzdem. Ja, fahr du da ruhig mal durch die Gegend, dann kann ich nämlich hier mal kurz gucken in der Ecke. Na, hier bin ich ja schon wieder zu weit weg. Von hier aus komme ich ja nicht mal ansatzweise dahin. Dann sind die auch hier alle zu. Warte, hier höre ich was glitzern. Aha.
Was haben wir denn da? Bombos mit Wing 5 in der Klasse. Oh. Das wird so jetzt auf einmal. So. Und hier unten, das lohnt sich. Und da unten lohnt es auch nicht zu gucken. Weil da ging es nur da hinten hin und da war nur leer. Außerdem geht das ja immer tiefer, ich wäre nach oben eigentlich. Eigentlich will ich ja nach oben. Hi. Wie, du kannst hierher? Oh mein Gott. Aber hierhin kommst du jetzt nicht mehr. Oh, jetzt kannst du theoretisch da außen rum. Nee, du kommst nicht durch. Ah. Interessant. Nein, da sowieso nicht. Auch wenn mich die Türme da oben noch halbwegs interessieren, aber. Nee. Müsste über die Berge irgendwie klettern. Bitte war alles nichts. Zack. So. Oh, fühlt sich von mir nicht getriggert, wenn ich hierher laufe. Ist aber interessant. Jetzt fühlt sich getriggert. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt kaputt? Stimmt mit euch noch einmal nicht. I. Das war interessant. Kann ich deine Leiche runterschubsen? Ein bisschen? Theoretisch? Okay. Red Straight Sword, ja. Nö. Bringt mir nichts, hier komme ich nicht höher. Bin ja auch nicht irgendwie draußen lang. Das ist der hintere Bereich von dem Haus. Das ist der Bereich draußen. Kann ich von vorne irgendwie... Das hast du mich doch bemerkt, oder was? Ist klar. Du siehst mich gar nicht mehr. So. Gut. Wie soll noch dichter an die Karte ran wollen eigentlich? Das ist der Außenhof. Komme ich doch nie im Leben so hin. Außer ich kann von da irgendwie rausspringen. So. Das war der falsche Teleport. Andererseits. Gucken wir nochmal hier oben. Ob ich da durch irgendein Fenster raus kann. Aber ich glaube nicht. Er sah ja mal einigermaßen normal aus. Naja. Ja. Wird nichts. Das auch nicht. Nö, dann
Tempel of Eclair, ach, der ist so, ja. Vielleicht geht's ja da oben trotzdem irgendwo weiter bei dem See. Vielleicht geht's ja am See doch irgendwo weiter. Nee, nur von hier aus irgendwie funktionieren. Aber ich aktiviere mal das Ding, weil ich jetzt hier keinen Bock habe, wenn ich drauf gehe, nochmal dahin rennen zu müssen. Zack. Da war ich drinne. So, erstmal hier gucken. Aber hier wird nicht viel sein. Da ist ein Echsenkrieger, da ist die Kirche. Das und das Haus. Da ist der Balkon. Ja. Muss ja, wenn hier irgendwo schon sein. Da ist die Brücke. So, hier ist mal hier wieder gegen die Dinger kämpfen. So. Gut. Da kann man doch auch bestimmt irgendwie runterdroppen nach und nach. Irgendwie muss man da hinkommen. Aber nicht von hier. Irgendwie muss man da hinkommen. So. Okay, nochmal so. Dahin. Nope. Ist hier irgendwo ein Fahrstuhl? In Form eines Käfigs? Auch nicht, oder? Nur noch ein Shortfire, ja. Ist ja schon das Stone Sword Ding. Aber. Hä? Zack. Okay, die hat es nicht gestört. So. Jetzt nämlich gucke. Hier nochmal. In Ruhe, ohne dass ich den Gegner da mehr rennen kann. Muss ja irgendwie von oben daran kommen. Oder wie sehe ich das? Right down, ja, will ich nicht. Ach so. Aha. Und das irgendwas? Wenn ich hier gucke. Da hinten ist ja oben was. Bis ich bis zu dem Balken komme. Da komme ich ja nur so runter. Das einzige ist hier. Ah, Tatsache, hier ist eine dumme Tür. What? Okay. Das ist interessant. Okay. Habe ich eigentlich. Wieso habe ich Medium Load? Was wirkt denn. Achso. Die 0,2 machen es aus. Ach du Scheiße. Holy shit. Was bist du? Du bist ein Schlangenlicht. Zack. Volcanic Stone.
Na gut, was erklärt, wie ich jetzt hierher komme? Okay. So. Ist sie denn jetzt auch irgendwie... Aha. So komme ich jetzt hier oben hin. Lecker Talisman. Okay, Vari. Stimmt, wo ist Vari eigentlich? Oder Vari? Würde mich nur interessieren, ob ich irgendwie auch diese Tür noch aufbekomme. Aber da wüsste ich jetzt echt nichts mehr. Hier nochmal so. Nö. Okay. Zack. Moment. Ich mache kurz einen kleinen Pause. So. Der Hund ist einigermaßen ruhig. Gut. So weiter runter. Ah, hier ist der Mage. Na komm, Opa. Rune Arc. Aha. Achso, und von hier ist der Weg der gleiche. Okay, wie geht denn die eine Tür da auf? Geht die überhaupt auf? Achso, umgekehrt hätte man es nicht schaffen können. Weil es sonst hoch gewesen wäre, okay. Da war der Weg. Irgendwie ja nicht. Da unten war definitiv nichts mehr. Okay. Dann würde ich sagen, bin ich hier eigentlich fertig. Alexander will wohl nicht weitergehen. Wobei, jetzt bin ich aber in den Bergen gewesen. Vielleicht sagt er jetzt da irgendwas. Vielleicht finde ich ja jetzt nebenbei was zu der Tür. Kano, Männer. Locked. Locked, Locked Door. There's a door in the main hall to a volcano, and then it says the door is blocked shut. It's going to be open from the other side. Right of the lady, if you look at her next to the other people, this room can't be opened. Ah, okay, gut. Ich nehme es auch mal so, dass die Tür nicht geöffnet werden kann. Soll es ja auch mal geben. Türen, die sie nicht öffnen lassen. So. Jo. Macht ihr mal hier rum. Oh, diese One-Shot. Nice. Gut, aber ich glaube nicht, dass Alexander irgendwas Neues sagt, nur weil ich jetzt im Schneegebiet war. Wow. Na. Hi. Perhaps I'll head eastward. There's an old saying, above the lofty cloud. Okay, ja, gut, nö. Gut. Den bin ich jedoch eigentlich fertig. Also, Elden Throne, ja. Kann ich eigentlich jetzt hier mittlerweile irgendwas machen? Dann müsste der Turm doch eigentlich zu Rykard gehören, oder nicht? Oder irre ich mich da? Alter, diese Texturen. Ja, okay. Es geht die Tür hier auch auf.
So. Braucht auch mal lange nach oben zu kommen hier. So, und dann den ersten Turm, den ich irgendwie erkundet habe, das war der, der nach unten ging. Und der hat einen Boss. Was ich eigentlich bei jedem erwartet hätte, aber okay. Irgendwie bei jedem hier erwartet das. Ja, hier oben ist es wieder ein. Warum ist jetzt hier oben wieder ein Grace? Das verstehe ich nicht. Aber kann ich? 6K. Ich nur 6K zusammen hier. Nein, ich habe gar keine mehr. Okay. Gut. Gut. Ich habe gar keine Runen mehr to go. Warte, ich habe irgendwas gehört. Okay. Rykard's Great Rune. Okay. Inventory. So, ja, das Ding. Remembrance of the Blasphemous. Remembrance of Rykard, Lord of Blasphemy. Hewn into the earth tree. The power of its namesake can bla bla bla. Rykard took the form of a giant serpent that he might devour. Grow and live eternally. I understand. The road of blasphemy is long and perilous. One cannot walk it unprepared to sin. Gut. Sohn. Godric's, Rykards. Great Rune of the Shardbearer Rykard. This blessing restores HP upon defeating enemies. Okay. Prinzipiell cool, aber wenn ich dafür immer erst eine Rune aktivieren muss und random sterbe, nicht ganz cool. Rykard was amongst the children of Rhenala and Radagon. We became demigod stepchildren. After Radagon. Rykard was amongst the children of Rhenala and Radagon. Okay, und dann ist das schon so alt. Okay. Became demigod stepchildren after Radagon's union with Queen Marika. But Rykard fed himself to the Blasphemous Serpent. Great rune and all. Ja, irgendwie ist dann Radagon immer noch mit die interessanteste gerade. Vielleicht noch Morgoths, aber. Dann Godric's halt allgemein. Allein fürs Early Game. Ja gut, die hier ist ja nur um Sets quasi zu resetten. Joa. Sind alle irgendwie nicht so geil. Wenn ich eigentlich. Ah, die sind versteinert. Okay. Gut. Aber diese Haare, die da dran kleben. Ist ja ekelhaft. Gut. Dann passt das. Bap, Jarburg. Gehen wir mal da gucken. Weil ich glaube, dass da jetzt auch irgendwas weitergehen könnte. Wenn ich mich nicht irre. Wenn ich mich nicht irre, heißt es. Hi. Oh, hello again, Kaz. Have you heard? A new potentate's come to the village. I think he said his name was Dialos. He seems a little down in the dumps, but his hands as smooth as silk. Okay. I don't know. I'm a little disappointed, actually. Even though good Sir Dialos has a wonderful suit of armor,
He says he isn't a warrior. And since he's a coward, he won't be fighting anymore. His smooth and silky hands feel nice when he pats us. But I wish we had a potentate big and strong like you. Okay. Tialis's smooth and silky hands feel nice when he pats us. But I wish we had a... Okay, das heißt, er kam mit hier irgendwo rum. Zack. Wie auch immer er hierher gekommen ist. Ist auch so eine Trauer-Leidensgeschichte irgendwie. Seine geliebte Untertanen hat er nicht gerecht. Und ist nicht seinem wahren Bestimmung nachgegangen. Dem seiner Familie. Und ja. Ist er jetzt zurückgekrochen, zurückgezogen in ein Dorf voller Pötter. Und das Zeug zum Champion hat er auch nicht. Sehr interessant. Ah, hier ist es. Well, aren't you full of beans? No wonder you're covered in muck. Okay. Oh, my friend, it's been far too long. I have to say you caught me at a rather low point. But as you see, I've put all that behind me. Left the Volcano Manor. Forging my own path now, making my own choices. Even a fool like me can look after some simple jars. Do you pity me? Well, don't. I feel like for the first time in my life, I'm on the straight and narrow. Okay. A fool I may be, but I can look after some simple jars. Do you pity me? Well, don't. I feel like for the first time in my life, I'm on the straight and narrow. Oh mein Gott. Der ist aber tief gefallen. A fool, I do you pity. Okay. Na. Doop die doop. Zack. Na, sagst noch was dazu jetzt wieder? Dialis is smooth, but I wish... Nope, okay. Gut. Dann einmal resetten und dann müsstet ihr auch vielleicht was Neues haben, oder? Hoffe ich. Oder? Dialis is smooth, but I wish we had... Nö. Noch nicht? Ich dachte, hier geht's jetzt weiter irgendwie. A fool I made. Do you pity me? Okay. Echt nichts Neues? Oh, du liegst da jetzt so komisch. Und du sitzt nicht mehr da aufrecht. Hi. No wonderful, Dios. So smooth and silky. Okay. Er schläft. Okay. Gehst du jetzt auch? A fool I may be. Nein, du schläfst nicht. Okay, vielleicht muss ich mich ja mal komplett wegporten. Da triggert er dann hier irgendwas. So, dann nach Jarburg wieder. So. Du liegst immer zu schlafen da. Muss ich vielleicht die Zeit skippen?
Best time until noon. Oh. Was ist hier passiert, während ich gepennt habe, quasi? Und ihr? Oh mein Gott. Wieso seid ihr alle kaputt? Stimmt, der hat doch mal irgendwas von Jägern erwähnt. Der kleine Jabirian oder wie auch immer man ihn ausspricht. Byrain. Byrain. Byrain? Keine Ahnung. Ist sie noch irgendwie am Leben? Oh, Cuz, I'm glad you came. But we're fine now. The Alos fought the poacher, though quite a lot of us got broken. I won't cry though. I'm a warrior, Jar. A warrior. The tale of House Hoslow is told in blood. That's the kind of warrior I want to be one day, cuz. Even if I'm scared, I'll still fight to protect everyone. The tale of that's the kind of even if I'm. Mhm. Und du hast gekämpft und bist jetzt tot, offenbar, so wie es aussieht. Oh Mann. Jede Questreihe, die man macht, bringt dem Tod irgendwie. Sind ja nicht echt alle drauf. Ihr sind echt alle drauf gegangen, außer er. Wow. Oh, du lebst noch, du kannst reden. You. Are the jars. Are they alright? Did I defend them? Naja, du hast einen beschützt. Also okay, ja. Wollen wir nicht so sein. Then all is well. This fool proved his worth. In the end. Wie, das war's jetzt? Ich muss schon sagen, also seine Questline war jetzt irgendwie so ein bisschen, naja. Naja. Also viele Questlines in den Souls Games sind jetzt eh schon so, naja. Aber die war jetzt ja wirklich, naja. Ich meine, echt keinen beschützt, außer den mit Namen. Ich meine, da gehört schon was zu. Alle draufgehen lassen, außer einen. Du bist sowieso tot, oder? Wahrscheinlich. Noch was? Okay, ja, gut. Resetten. Ich glaube, dass es hier eigentlich friedlich sein sollte. Und Nova kümmert sich jetzt um die Lumen. Ist er weg? Potentate Dialos. Achso, die hocken jetzt da auf einem Fleck. Machst du das, was ich denke, was du machst? Du machst, was ich denke, was du ma- Oh no. The tale of House Hoslow is told in blood. That's the kind of warrior I'm going to be. One who protects everybody. The tale of House Hoslow is told in blood. That's the kind of warrior I'm going to be. One who protects everybody. Ja, okay. Geht er von richtig aus, dass er jetzt da seinen Leichnam in sich aufnimmt? Weil die Leute irgendwie
denken, dass sie dadurch Kraft bekommen, wenn sie stärker aufnehmen? Maybe. Aber auch nur maybe. Nochmal resetten. Oh mein Gott, er hat's getan. Und warte mal, hat er? Nein, er hat nicht die Überreste von allen auf einen Haufen geworfen. Er hat Dylos aufgegessen, mehr oder weniger. Dylos Mask. Oslos Petal Web. Numen's Wound. Habe ich die jetzt doppelt dadurch? Moment, wait a second. Ah, Tatsache, man kriegt eine von dem Dude oben, eine von ihm. Okay, interessant, dann kriegt man sogar zwei in einem Durchgang. Frage. Nein, das wollte ich nicht. Irgendwie extrem langsam. Aber okay. Das könnten zwei sein, also vier. Ich weiß, die sieht jetzt auch nicht so weit aus eigentlich. Aber okay. Und das Skill war was nochmal? Ein Kick. Ja gut, den kann man austauschen. Ha. Naja, gut. War schon. Dann bin ich jetzt hier auch, weil das Kind eigentlich fertig. Sind die jetzt weg? Ne, Jabayan ist noch irgendwo hier. Wo denn? In der Hütte? Achso, ich habe den Helm bekommen. Oslos Helm. Dylos Mask. Okay. Duplicate of a Twin Tail Silver Helm with Flory Adornments. Only without the Twin Tails. Ah. Ja. Okay. Dylos Oslo had an older brother who was a stern, self-possessed man of few words. The achievements made him seem out of reach. And so the younger aspired to be like the older, yearning for the day that he would tell the tale of House Hustler in blood, knowing full well that it would break his brother's heart. Hustler, Sam. A twin tailed, Juno Hustler had a younger brother who was all talk and no trousers. His inability to commit to action was such that Juno inherited the Hustler legacy without resistance. Granting him the freedom to show his little brother with adoration. Oh mein Gott, okay. So, wo ist unser Menschenfresser-Topf? Kann doch nur hier oben sein, oder? Jo. Mörder. Thanks for coming back, Cuz. I've been thinking. It's time for me to set out on a journey. As a warrior jar. Upon the path of champions. I'm about to go on a journey. As a warrior jar. In search of glory. Okay, gut. Dass ich gerade nicht jetzt hier wieder raste, dann bist du weg. Nein, du sitzt immer noch hier. Sagst du jetzt noch was Neues? Wahrscheinlich nicht. Zack. Oh, hello again, Cuz. No, I haven't changed my mind. I'll begin my journey once I'm ready to go, as a warrior jar, in search of glory. Okay, so muss ich dir wieder irgendwas geben, wahrscheinlich.
Weil von dir habe ich noch keine Belohnung. Das war jetzt Stylos an Quest, mehr oder weniger. Okay. Noch irgendwas ein? Ja, ich könnte noch in die Stadt gehen zu dieser einen Zelle. Meine ich. Aber ich glaube, das spare ich mir dann nochmal auf. Und ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Ist eine gute Idee. Aber ich kann ja schon mal da mich hinporten. Beziehungsweise ich kann mal Box in der Quest eigentlich auch mal machen. Irgendwas war da. Underground Roadside, ist das da, wo ich hin muss? Katakomben sind zu weit. Forsaken Depths ist zu weit. Müsste hier sein. Von da aus kann ich dann nämlich dahin laufen. Müsste der Hauptgang sein. Wenn ich mich nicht irre. Oh Gott. 135, reicht das? Ein Level up? Nö. Ach ja, komm, dann mache ich jetzt einen so einen dicken. Hier, dich. Au. Ja, ihr tankt einfach so scheiße viel und haltet so viel aus. Ist ja ekelhaft. Und ihr gebt nur 2800. Das ist noch viel schlimmer. Ihr gebt nur 2800 Runen. Den ganzen Busche, den ihr aushaltet. Das war der falsche Skill. Zack. So, einer noch. I. Okay, das ist eigentlich eine ganz gute Combo. So, jetzt habe ich genug. Gut, und danach kann ich ja nicht vorbeirennen. So, Rasten, Level up, 64 und dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier erstmal Schluss für die nächsten 2 Stunden oder so. Vielleicht auch für heute komplett und mache nachher noch ein bisschen Sonic, damit ich heute auch ein bisschen eher ins Bett gehe. Muss ich mal gucken, wie ich es mache. Na gut, dann sage ich hier ciao und bis dann.